Hallo, so, heute wollen wir über das Addieren von Dezimalzahlen nachdenken und ein paar Übungen machen. Lass uns einfach direkt mit der ersten Übung anfangen. Und zwar nehmen wir mal hier die 0,0085 plus 1,799. Und ich will dir eigentlich in den Übungen, die wir jetzt machen, zeigen, dass das Addieren von Dezimalzahlen genauso einfach ist wie das Addieren von ganz normalen Zahlen, was wir auch in den früheren Übungen und in den Videos schon besprochen hatten und gemacht haben. Es gibt dabei einfach nur ein paar Regeln zu beachten, und wenn du die beachtest, ist es total einfach und das wirst du dann auch gleich sehen. Also die wichtigste Regel beim Zusammenzählen von Dezimalzahlen ist eigentlich, dass du die Kommastellen, also hier die Kommastellen, immer direkt untereinander schreibst und quasi ausrichtest. Also eine gute Regel zu merken ist auch einfach, sich im Kopf immer vorzusagen, Komma unter Komma. Und das machen wir jetzt einfach mal mit den beiden Zahlen, die wir zusammenschreiben wollen. Die schreiben wir jetzt wie in der Addition früher auch schon mal typischerweise immer wieder benutzt, direkt untereinander. Also wir schreiben es einfach nochmal neu, und zwar 0,0085 plus, und jetzt ist es wichtig, dass du die Kommazahl hier richtig einträgst und die 1 hier schreibst, 1,799. Dabei ist es eigentlich auch egal, ob du jetzt die 1,799 oben geschrieben hättest oder unten, so wie hier. Bei der Addition ist es völlig wurscht. Kannst du also machen, wie du willst. So, und das können wir jetzt wie gewohnt immer spaltenweise addieren. Und da fangen wir mit der ersten Spalte an. Und dann merkst du aber auch schon, da steht aber jetzt nichts. 5 plus nichts. Was mache ich damit? Und was du da machen kannst, ist einfach immer eine 0 eintragen oder ergänzen. Was man sich da, ja, was du dir da vielleicht jetzt dabei denkst, ist, nee, aber ich kann doch nicht einfach die Zahl verändern und dann eine 0 hinschreiben oder so. Und das geht aber tatsächlich. Was du nämlich, wenn du dir mal überlegst, wenn du hier eine 1,10 hast, ist das, kann ich jetzt auch anders schreiben, zum Beispiel als 1,1 oder als 1,100. Der Wert, also die Größe der Zahl, der Wert der Zahl bleibt immer gleich. Das ist immer 1,1. Die Zahl wird nur genauer. Das ist was, diese Genauigkeit oder Präzision ist was, was du in anderen Bereichen vielleicht später auch mal in der Programmierung oder so brauchst. Aber für die Mathe, die wir jetzt machen, in der Arithmetik, brauchst du das erstmal nicht zu wissen. Wichtig ist, dass du da einfach merkst, wenn hier hinter der Komma, hinter in den Kommastellen irgendwo eine Null fehlt, dann kannst du die ruhig ergänzen, um dann deine Addition sauber zu machen. Und nachdem du das gemacht hast, also die Zahlen erst sauber übereinander geschrieben, nach dem Komma ausgerichtet, also Komma unter Komma, und dann kannst du deine Addition wie üblich machen. Also 5 plus 0 ist 5, 8 plus 9 ist 17, also schreiben hier die 7 hin. Und wie du es auch aus der Addition schon kennst, hier oben dann noch die 1 gemerkt. 0 plus 9 plus 1 ist 10, also 0 und 1 gemerkt. 7 plus 1 ist 8 und 0 plus 1 ist 1. Und die Kommastelle ziehst du jetzt einfach nach unten, lässt sie nach unten fallen und schreibst sie hier hin. Und damit ist dein Ergebnis 0,0085 plus 1,799 ist 1,8075. Eigentlich ganz einfach, hoffentlich. Hast du das jetzt auch schon gesehen, und wir machen jetzt einfach noch ein paar weitere Übungen, dass du das einfach siehst, wie das mit anderen Zahlen auch funktioniert und dir das leichter fällt. Also gleich zur nächsten Übung. Wir versuchen es jetzt mal gleich untereinander zu schreiben. 58,75 plus 0,028. So, und an der Stelle ist quasi deine erste Regel gleich nochmal, okay, erstmal als allererstes, wenn du Kommazahlen oder Dezimalzahlen miteinander addierst,
Am Anfang ganz wichtig, dass du die Kommazahlen untereinander aus, also die Kommastellen, die, das Komma quasi selbst, sorry, direkt untereinander aus, richtest, also Komma unter Komma, und das ist hier nicht der Fall. Das heißt, es ist falsch aufgeschrieben. Ich muss das nochmal anders schreiben. Und zwar mache ich das jetzt richtig. Und richtig geschrieben heißt es 58,75. Die Zahlen bleiben natürlich gleich, aber die Ausrichtung ist anders. Plus die Kommastelle kommt hier hin, also 0,028. Und dann siehst du schon, aha, hier oben fehlt ja aber noch die 0. Da ist, steht im Moment nichts, die kann ich noch zusätzlich eintragen. Die Zahl bleibt immer noch gleich. Und dann kann ich addieren. Was auch immer ganz hilfreich und sinnvoll ist, ist, dass du dir mal kurz überlegst, was da so grob von der Logik her für ein Ergebnis rauskommt. Also hier haben wir eine Zahl, die ist 58 und ein bisschen, und hier haben wir eine Zahl, die ist ganz, ganz, ganz klein, die ist 0,028, also ganz, ganz klein. Das heißt, wenn ich eine große Zahl um die 58 plus fast gar nichts, also eine ganz kleine Zahl ergänze oder hinzuzähle, dann kommt danach immer noch ein Wert raus, der grob in der Nähe von 58 liegt. Und wir führen jetzt unsere Addition durch und zählen die Zahlen zusammen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, ob das auch wirklich stimmt. Also, zuerst wieder 0 plus 8 ist 8, 5 plus 2 ist 7, 7 plus 0 ist 7 und wir ziehen unser Komma einfach nach unten. 8 plus 0 ist 8 und 5 plus, da steht nichts. Das war in der Addition auch schon immer so. Dann kannst du einfach die 5 nach unten ziehen. So, und dann haben wir das Ergebnis 58,77,778. Da hat sich meine Zunge gerade verknotet. Sorry. Also 58,778. Das heißt, es war eigentlich auch das Ergebnis, was wir erwartet haben. Und du, wenn du die Regel hier richtig befolgt hast, also zuerst Komma stellen im ersten Schritt, Komma unter Komma, also die Kommas ausrichten, dann die Nullen hinzufügen, wenn notwendig, dann wie gehabt addieren und dann ja, das Komma einfach runterziehen, dann solltest du hier immer ganz einfach zum Ergebnis kommen. Es ist vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend, aber wenn du diese Regeln beachtest, erst Komma ausrichten, dann Nullen hinzufügen, dann wie gehabt addieren und dann das Komma einfach runterziehen, dann sollte das hoffentlich ganz leicht sein. Letztes Beispiel, letzte Beispielübung. Nehmen wir 102,1 plus 2,56. So, und der erste Schritt war jetzt wie immer, Kommas untereinander ausrichten. Also Komma unter Komma. Dann schreiben wir nochmal neu 102,1 und das andere Komma muss auch hier stehen. Das heißt, hier haben wir 2,56. So, ich schreibe hier noch unser Plus hin. Okay, und dann fehlt hier oben wieder die 0, also damit ich die 6 gut addieren kann und weiß, wo die steht und dass die Spalte hier schön voll ausgefüllt ist, schreibe ich noch hier eine 0 rein. Wenn du willst, musst du nicht unbedingt machen, du kannst auch einfach 6 plus nichts oder plus 0 hier rechnen. Ich glaube, das kannst du wahrscheinlich auch schon. Und dann zählen wir einfach jetzt spaltenweise zusammen. Also 0 plus 6 ist 6, 1 plus 5 ist auch 6. Das Komma ziehen wir einfach nach unten. 2 plus 2 ist 4. 0 und nichts ist 0. Und 1 und da steht auch nichts ist 1. Das heißt, das Ergebnis von 102,10 in dem Fall oder 1 ist ja die gleiche Zahl. Der Wert ändert sich nicht. Plus 2,56 ist 104,66. So, ich hoffe, das hat dir geholfen. Wie gesagt, die Addition ändert sich überhaupt nicht. Du machst immer noch spaltenweise Addition. Denk immer dran, zuerst Komma unter Komma, dann eventuell eine Null ergänzen, wo das notwendig ist, dann einfach wie gehabt zusammenzählen und das Komma später runterziehen. Dann hast du immer das richtige Ergebnis. Viel Spaß dabei. Tschüss.